Einst waren sie Weggefährten, jetzt sind sie Erzfeinde, der türkische Präsident Erdogan und der islamische Prediger Gülen. Und so war es nicht überraschend, dass Erdogan den im US-Exil lebenden Gülen als Drahtzieher des gescheiterten Putsches ausmachte. Vier Dossiers, das jetzt belegen sollen, hat die Türkei nach Washington geschickt. Ziel ist die Auslieferung Gülens. Hier in der Provinz Şanlıurfa werden am Morgen 40 Richter und Staatsanwälte mit Handfesseln zum Justizpalast geführt. Kurz danach gibt das Bildungsministerium die Suspendierung von 15.200 Beamten bekannt, mit sofortiger Wirkung. Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter im Ministerium, sie sollen der Gülen-Bewegung nahestehen. Die türkische Bevölkerung erlebt, wie Staatspräsident Erdogan im rasanten Tempo ganze Bevölkerungsteile als Feinde der Türkei verdächtigt. Auch 2 Dutzend Radio- und Fernsehstationen wurde heute die Sendelizenz entzogen, wegen mutmaßlicher Nähe zum als Terroristen gebrandmarkten Prediger Gülen. In einer Fernsehansprache weist Erdogan jegliche Kritik am Vorgehen zurück. Die Menschen und Institutionen, die im In- und Ausland unser Land kritisieren, zeigen damit, dass sie nicht nur undemokratisch sind, sondern aus ganz bestimmten Motiven handeln. Neben den täglichen Razzien gibt es immer wieder Übergriffe von radikalen Nationalisten gegen türkische Minderheiten. Der Ministerpräsident appellierte heute gemeinsam mit der größten Oppositionspartei an die Bevölkerung. Niemand darf Rachegefühle entwickeln. Das ist in einem Rechtsstaat nicht zu akzeptieren. Heute sind Einigkeit und Zusammenhalt nötig. Wir sollten niemals vergessen, dass wir ein Rechtsstaat sind. Wir müssen alles im Rahmen der Gesetze tun. Ich hatte einige Sorgen, die ich dem Ministerpräsidenten nun mitgeteilt habe. Diese gemeinsame Erklärung allein wird wohl nicht reichen, um die tiefen Gräben in der türkischen Gesellschaft zuzuschütten.